Der Roadtrip to Sevastopol. 10 Tage, 6 Länder, ein Ziel. Das Roadtrip Reisetagebuch. Angie Ross und Rolf Stürmann auf dem Weg quer durch Europa. Das Ziel? Sevastopol am Schwarzen Meer. Tag 9. Strasbourge aus Odessa. Wir sind schon hier in der Ukraine angekommen und ich war noch keine 5 Minuten hier. Da dachte ich mir noch, ach, die Mischung aus Dackel und Kampfhund sieht ja ganz süß aus. Bisher kläffend auch nicht zustimmen. Wuff! Also, Odessa ist das, was wir bisher gesehen haben, was man durchaus als Badolino der Ukraine bezeichnen kann. Es ist wirklich sehr touristisch, sehr schön, nur ohne Spritz. Und wir schauen uns jetzt den Rest an. Genau wie Sevastopol ist Odessa eine Hafenstadt am Schwarzen Meer. Doch zuvor waren Angie und Rolf noch mit dem Zug unterwegs durch Moldawien, genauer nach Chișinău. Vorher noch mal ordentlich dehnen, bevor es von dort mit dem Überlandbus weiter nach Odessa geht. Der Hafen von Odessa gilt als der größte ukrainische Seehafen, noch vor Sevastopol, und als einer der größten Häfen am Schwarzen Meer. Insgesamt leben über 1 Million Einwohner in Odessa und die tanzen scheinbar gerne. Romantisch geht es auf dieser Brücke zu, zumindest bis Rolf etwas herausfindet. Warum hüpfe ich so? Weil diese Brücke wackelt. Das ist kein Witz. Wenn viele Leute gleichzeitig auf dieser Brücke stehen und hüpfen, wackelt diese Brücke. Ich muss ganz schnell weg. Für alle Verliebten ein kleiner Tipp, wer hier in Odessa ist. Je schneller man über diese Brücke läuft und sich dabei etwas wünscht, desto schneller geht der Wunsch in Erfüllung. Schon wieder ein Glücksbringer hier in Odessa. Wenn man diese Rolle hier reibt, die die Frau in der Hand hält, dann bringt das Glück. Dann mache ich das. So, für Männer gibt es das Glücksritual natürlich auch. Man muss dieser Frau die Brüste reiben, dann findet man die richtige Frau und auch gleich die riesengroße Liebe. Brauche ich zwar nicht mehr suchen, aber ich mache es mal trotzdem. Ich gehe auf Nummer sicher. Was soll die machen? Was sie machen muss, muss sie machen. Ja, das war's mit Odessa. Eine nicht typische Urlaubsstadt, aber man kann empfehlen, hier mal herzufahren. Es ist wirklich, wirklich toll. Lohnt sich wirklich die Stadt der Verliebten in der Ukraine hier. Finde ich ganz, ganz toll. Jetzt geht's weiter mit dem Zug nach Simferopol und dann sind wir schon fast am Ziel. Dann haben wir nur noch eine mini kleine Etappe nach Sevastopol. Der Roadtrip to Sevastopol. Eine Aktion vom AVG-Channel der Stadtwerke Augsburg und ATV.